RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins. Wie jeden Mittwoch mit den wichtigsten Gemeinderatsentscheidungen des gestrigen Abends, einem neuen Kinofilm, Nachrichten und Beiträgen aus dem Landkreis sowie folgenden Themen. RTV, die Themen am Mittwoch, 18. Oktober. Biomüll, ein neues System soll Umweltsünder entlarven. Internet, ein Böblinger Verleger auf dem Data Highway. Und Swing Kids, musikalische Jugendrebellion im Dritten Reich. Seit letzter Woche testet der Landkreis ein neues elektronisches System zur Störstofferkennung im Biomüll. Mit diesem System, so verspricht es der Hersteller, könne jede Biotonne direkt bei der Abholung auf sogenannte Störstoffe kontrolliert werden. Paul Glöckner und Achim Rittmeier haben heute dieses neue System mit der bisherigen Kontrollmethode verglichen. Heute Morgen in Herrenberg. Planmäßig werden die Biomülltonnen geleert. Doch diesmal kein gewöhnlicher Vorgang. Im Landkreis wird der elektronische Müllsheriff eines Tübinger Unternehmens getestet. Sonden an der Hubvorrichtung des Fahrzeuges untersuchen die Biotonnen noch vor ihrer Entleerung auf Schad- und Störstoffe. Sollten diese vorhanden sein, wird ein Alarm ausgelöst. Hier wird ein ähnliches Prinzip angewandt wie beim Flughafen bei der Personenkontrolle. Hier kommen jetzt allerdings noch zusätzliche Aufgaben hinzu, nämlich die Kompensation zum Beispiel des Müllautos als Metallkoloss oder der Gullideckel und so weiter. Die Tonne wird nicht geleert. Ein Zettel macht darauf aufmerksam, dass Störstoffe vorhanden sind. Nun folgt Kontrolle Teil 2. Das bisherige Kontrollfahrzeug des Landkreises rückt an. Seit einem Jahr werden die rund 30.000 Biotonnen im Landkreis Böblingen stichprobenartig untersucht. Dabei schauen die Kontrolleure in ein Drittel der Tonnen. Dieses System ist weitaus aufwendiger und zeitintensiver als der elektronische Müllsheriff. Dadurch können nicht alle Tonnen kontrolliert werden. Aber es wird sofort festgestellt, welche Störstoffe vorhanden sind und es werden alle Störstoffe erkannt, während der elektronische Müllsheriff nicht auf Windeln und unregelmäßig auf Plastik reagiert, sondern auf kleinste Metallanteile. Das Tübinger Unternehmen beruft sich auf Untersuchungen, die belegen, dass Metall in der Biotonne ein Indikator für Schad- und Störstoffe darstelle. Doch der Freiraum für Müllsünder wäre vorhanden und die sind schon bisher um Ausreden nicht verlegen gewesen. Ja, das ist so, die Schadstoffe meistens oben sieht man es nicht. Das sind immer in tiefere Regionen, also sprich in unter Drittel oder in der Unterhälfte. Und wenn man noch die Leute drauf anspricht, dann heißt es immer, ja, das hat ihn nicht reingeschmissen, das hat einer, der ist vorbeigekommen, heute Morgen wohnt, ihn schon zeitig rausgestellt oder gestorben schon rausgestellt. Und dann hat ihn das über Nacht reingeschmissen. Batterien, Arzneimittel, Dosen oder Plastikbecher werden immer wieder im Biomüll gefunden. In diesen Fällen hat der elektronische Müllsheriff die Störstoffe erkannt. Im Landratsamt steht man der Versuchsreihe zwar aufgeschlossen, aber mit einer Portion Skepsis gegenüber. Die Ergebnisse zwischen dem jetzigen Versuch und unserer Kompostkontrolle gibt es keine gravierenden Unterschiede. Die Anzahl der Tonnen sind in etwa gleich, wobei wir meinen, dass unser System durchaus besser ist, weil wir visuell alles sehen, weil wir die Störstoffe herausholen, die dann nicht mehr auf unser Kompostwerk kommen. Für alle sichtbar wird ein Aufkleber auf der Tonne des Müllsünders angebracht. Die Tonne bleibt voll. Als nächsten Schritt plant man beim Landratsamt den Einzug der Tonne und die Verhängung eines saftigen Bußgeldes. Noch kommt nur eine Abfallberaterin ins Haus. Die Reaktionen der ertappten Müllsünder sind unterschiedlich. Ja, zum Teil mit Betroffenheit, sogar bis hin zur Verzweiflung, wenn sie jetzt vor der Tatsache stehen, dass also wirklich die proppevolle Tonne nicht geleert wird und was mache ich jetzt damit? Ob die Kontrolle durch Mensch oder durch Technik besser ist, sei dahingestellt. Sie wäre gar nicht notwendig, wenn nicht einige wenige sich auf Kosten der Allgemeinheit als Müllschweine hervortun würden.
Ein Drama, eine Diashow, eine Zeitreise, was für die schlanke Linie, Lieder von bösen Damen und einen Gummitarzahn. Das alles steht morgen auf dem Programm. Mehr dazu gleich in unseren Veranstaltungstipps aus der Region. Wohnen zum Wohlfühlen. Wir informieren Sie gerne über unsere Neubauvorhaben in Böblingen und in Neuweiler. Bitte rufen Sie uns an. Wohnbaumärkt Böblingen. Wir können Ihnen das oder das oder das machen. Aber wir werden nie etwas machen, das nicht zu Ihnen passt. Wohnideen Schüle Schöneich. Familienbäckerei Sehne bietet täglich alles, was das Herz begehrt. Zum Beispiel den altdeutschen Kornleib von Sehne mit Natursauerteig und Sonnenblumenkernen. Der ist nussig kräftig, mit fester Kruste, mit viel Roggen und wenig Weizen. Das macht ihn besonders saftig und hält lange frisch. Probieren Sie ihn jetzt, denn jetzt gibt's zu jedem altdeutschen Kornleib von Sehne ein leckeres Kürbiskernbrötchen gratis dazu. Feuerwerk zum kleinen Preis. Für Veranstaltungen, Ereignisse und private Festlichkeiten. Verzaubern Sie Ihre Gäste mit brillanten Eindrücken aus Licht und Farbe. Großes Feuerwerk zum kleinen Preis. Was, wann, wo? Die RTV-Veranstaltungshinweise. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Jugendliche Mode erzürnte die Nazis. Swingtanzen verboten. Unter diesem Titel findet morgen um 20 Uhr ein musikalisch-literarischer Abend im André-Gymnasium statt. Gezeigt werden Dokumente aus der Zeit des Dritten Reiches, Filmausschnitte, Berichte von Zeitzeugen. Dazu gibt es zeitgenössische Musik. Schäden durch Sonne. Die Techniker Krankenkasse und die Volkshochschule Gültstein informieren in Form eines Dia-Vortrages über das Hautkrebsrisiko. Referent ist Dr. Wilfried Schippert. Das Ganze findet morgen Abend um 20 Uhr im Gültsteiner Rathaus statt. Diabetikergespräch in Herrenberg. Morgen um 16 Uhr findet im Seniorentreff im Klosterhof Brontor zum Thema Inhaltsstoffe in Lebensmitteln ein Gespräch statt. Die Leitung hat Rita Fischer von der Diabetiker-Selbsthilfegruppe Sindelfingen. Heinz Martell spielt die Titelrolle in dem Künstlerdrama Michael Hauptmann. Das Drama wird morgen um 20 Uhr in der Sindelfinger Stadthalle aufgeführt. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Morgen Abend um 20 Uhr wird im Alten Amtsgericht das Chanson-Kabarett von und mit Martina Frenzel aufgeführt. Der Titel des Stückes ist Böse Damen. Martina Frenzel singt und spottet sich in die Herzen des Publikums. Böse Damen reizen zum Lachen und Nachdenken. Gummitarzahn ist der Spitzname des jungen Iran Olsen, der es weder zu Hause noch in der Schule leicht hat. In der Zweigstelle der Stadtbibliothek Murkenbachweg wird dort morgen um 18 Uhr der Film Gummitarzahn nach dem Buch von Ole Lund Kierkegaard gezeigt. Eingeladen sind alle großen und kleinen Leute. Die RTV-Veranstaltungshinweise. Viel Spaß wünschen die Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Der Kreis auf den Punkt. Die RTV-Regionalnachrichten.
Gegen paramilitärische Spiele auf dem ehemaligen Panzerübungsgelände hat sich der Landesnaturschutzverband ausgesprochen. Nach Angaben der Naturschützer beteiligten sich immer mehr Deutsche an sogenannten Gotcha-Spielen der US-Streitkräfte. Dabei wird mit Farbkugeln auf Menschen geschossen. Der Landesnaturschutzverband hat jetzt gefordert, diesem Treiben Einhalt zu gebieten und das Panzerübungsgelände unter Naturschutz zu stellen. Sonst drohe das Herzstück des Glemswaldes, so wörtlich, zum Vergnügungspark für paramilitärische Spiele zu verkommen. Startschuss für den ersten interaktiven Daten- und Zeitungsdienst Germany Live. Staatsminister Dr. Erwin Vetter eröffnete heute Nachmittag das Internetprogramm des Böblinger Verlegers Matthias Schlecht. Ab sofort kann man sich umfassend Echtzeitnachrichten der deutschen Presseagentur sowie Wirtschaftsinformationen abrufen oder zum Beispiel schnell und direkt nach Daten recherchieren. Internetanschluss vorausgesetzt. Informationen also in Germany Live von jedem PC der Welt aus abrufbar. Ein Dienst, dessen Erfolg gesichert scheint. In Böblingen ist man rechtzeitig auf die Datenautobahn aufgefahren. Heute wurde der neue Mietspiegel für die Städte Böblingen und Sindelfingen veröffentlicht. Der Mietspiegel ist eine Übersicht über die in 1995 gezahlten Mieten für frei finanzierte Wohnungen. Diese jeweils in vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage. Der aktuelle Mietspiegel entstand diesmal in einer Arbeitsgruppe unter Federführung der Sindelfinger Wohnstätten GmbH, deren Geschäftsführer fasst zusammen. Der neue Mietspiegel ist mit dem allen von Sindelfingen nicht mehr direkt vergleichbar, aber wenn man versucht, einen Vergleich zu machen, stellt man fest, dass seit 1987 der durchschnittliche, die Preiserhöhung beim Mittelwert um 33% gestiegen ist. Das ist pro Jahr etwa 4,15%. Der Mietspiegel dient insbesondere dazu, auch Rechtsstreitigkeiten zu verhindern. Und ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, dies gemeinsam zu erstellen, sodass also wieder eine gewisse Ruhe am Markt eintreten kann. In zahlreichen Kreisgemeinden tagten gestern Abend die Gemeinderäte. Die wichtigsten Entscheidungen aus den einzelnen Orten jetzt bei uns in Kurzform. Gemischte Gefühle bei Holzgerlingens Gemeinderäten. In diesem Jahr nimmt die Gemeinde überraschend 2,8 Millionen Mark mehr ein als geplant. Im kommenden Jahr drohe der Gemeinde dagegen ein Millionenloch im Haushalt, sagte Bürgermeister Dölker gestern vor dem Gemeinderat. Walderstädter Nordumfahrung beschlossen. Das 10 Millionen Mark Projekt soll die vielbefahrene Heilig-Kreuz-Kreuzung entlasten. Baubeginn ist Februar 96, die Bauzeit beträgt 1,5 Jahre. Zum Schutz der Anwohner beschloss der Gemeinderat gestern einen 450.000 Mark teuren Lärmschutzwall. SPD und Grüne konnten sich gestern im Herrenberger Gemeinderat mit der Forderung nicht durchsetzen, Brauchwasser aus Zisternen von der Abwassergebühr zu befreien. Die Gemeinderatsmehrheit empfand einen solchen Ökobonus als ungerecht. Die 4 Kurzzeitpflegeplätze im Seniorenzentrumhaus am Pfarrgarten sind stark gefragt, berichteten Vertreterinnen des DRK gestern vor dem Ehninger Gemeinderat. Offen bleibt allerdings, wer künftig das jährliche Defizit von 123.000 Mark übernimmt. Der Kreis zieht sich aus der Förderung zurück. Der Waldenbucher Gemeinderat beschloss gestern, die unechte Teilortswahl für den Stadtteil Glashütte aufzuheben. Damit kommen künftig nicht mehr automatisch 2 Stadträte aus dem rund 800 Einwohner zählenden Stadtteil. Eine Erhöhung der Kindergartengebühren um 10 Mark je Kind und Monat hat gestern der Sindelfinger Gemeinderat beschlossen. Damit werden für das erste Kind künftig 105 Mark im Monat fällig. Eine positive Halbzeitbilanz hat die Initiativgruppe Kirchenvolksbegehren gezogen. Im Kreis Böblingen hätten sich bereits Zehntausende von Gläubigen den Forderungen der Kirchenreformer angeschlossen. Bis zum Ende des Kirchenvolksbegehrens sind zahlreiche weitere Aktionen geplant. So soll unter anderem ein 17 Meter langer LKW als Infomobil durch den Landkreis rollen. Staunen vor dem Mediamarkt im Bräuninger Land Sindelfingen. Ein riesengroßer 38 Tonnen schwerer Truck mit 18 Rädern belegte heute mehrere Parkplätze gleichzeitig. Mit gutem Grund, denn an Bord befanden sich die aktuellsten Unterhaltungselektronik-Highlights der Firma Sony. Vom Mini-Handy bis zum 16:9 Breitbandfernsehgerät. Technik zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren. Der Mediamarkt Sindelfingen machte es möglich und präsentierte diese Aktion, die zahlreiche Neugierige an den Truck lockte, die sich im 50 Quadratmeter großen Innenraum über die neuen Audio- und Videotrends informieren konnten. Manchmal schreibt die Realität die besten Drehbücher für erfolgreiche Hollywood-Filme.
So geschehen im Jahre 1970, als die Weltraummission Apollo 13 zu scheitern drohte. Damals verfolgten zigtausende live an den Fernsehschirmen die dramatischen Rettungsversuche der aus der Bahn geratenen Weltraumkapsel. Apollo 13 heißt auch der Film, der morgen in unseren Kinos anläuft und die Ereignisse nochmals detailliert schildert. RTV Kino und Co. Neues aus der Welt des Films. Präsentiert von der Volksbank AG im Kreis Böblingen. Hier ist Houston. Wiederholen Sie bitte. Houston, wir haben ein Problem. Diesen legendären Funkspruch empfing im Jahre 1970 das NASA-Kontrollzentrum. Gesendet hatte ihn der Astronaut Jim Lovell, der sich mit zwei Kollegen in der Raumkapsel Apollo 13 auf dem Weg zum Mond befand. Was war passiert? Bei einer Routinewartung geschieht das Unfassbare. Ein Sauerstofftank explodiert. Die Apollo 13 verliert daraufhin rapide an Treibstoff und an elektrischer Energie für die Versorgung der Bordinstrumente. Den Astronauten droht der Tod. Das Luftfiltersystem ist ebenfalls ausgefallen. Auf der Erde wird währenddessen heftig gegrübelt, wie man die Apollo-Mannschaft wieder heil auf die Erde zurückbringt. Jeden Transistor, jeden Schaltkreis und jede Glühbirne für alles, was da oben ist, verantwortlich sind. Und redet mit dem Typen, der das Ding zusammengebaut hat. Wir müssen so viel Ampere wie möglich aus den verdammten Maschinen rausquetschen. Ich will diese Tiefkühltruhe sicher bis auf die Erde bringen, mit Zeitreserve. Wir haben noch nie einen Amerikaner im All verloren. Solange ich hier verantwortlich bin, bleibt keiner da oben. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Um den Kinobesuchern möglichst originaltreue Filmszenen zu bieten, haben sich Regisseur Ron Howard und sein Team mächtig ins Zeug gelegt. Extra für den Film zogen die Hauptdarsteller um Tom Hanks in ein NASA Space Camp, um sich mit einer weltraumähnlichen Umgebung vertraut zu machen. Was in den nächsten 6 Monaten folgte, waren ausführliche Gespräche mit Zeitzeugen, Astronautentraining und ein Schnellkurs in Physik. Auch Regisseur Ron Howard war in höchstem Maße gefordert. Jede einzelne Einstellung ist ein Original. Es wurden keine Archivbilder verwendet, also keine echten Raumfahrtszenen. Das war RTV Kino und Co. Präsentiert von der Volksbank AG im Kreis Böblingen. Die Bank. Vom Ausflug ins All zurück auf den Boden der Tatsachen, der Blick auf die Eckdaten der Wirtschaft. Der Regionalindex, die Kennziffer der Betriebe im mittleren Neckarraum, tendierte heute schwächer. Mit 395,50 Punkten notierte der Regionalindex heute um 2,32 schwächer als gestern. Auch der DAX gab nach. Minus 6,22 Punkte für den deutschen Aktienindex. Sein heutiger Wert 2194,81 Punkte. Und schließlich der Dollar. Die US-Währung wurde heute mit 1,4111 gehandelt. Das sind ganze 1,23 Pfennig weniger als beim Fixing am Vortag. Zum Wetter. Regen und Wind haben heute schon die ersten Blätter von den herbstlich verfärbten Bäumen runtergefegt. Was der Herbst im Kreis Böblingen die nächsten 3 Tage zu bieten hat, sehen Sie gleich in unserer Wettervorhersage. Erleben. In Magstadt bei Rapspeed Karting, dem Rennzirkus für Jung und Alt. Wir bieten Ihnen das volle Programm mit Rundenzeitmessung, schnellen Indoor-Renn-Go-Karts sowie regelmäßigen Rennveranstaltungen mit tollen Preisen. Testen Sie Ihr fahrsicheres Können an Fahrsimulatoren gleich neben dem Bistro. Rapspeed Karting, die Renn-Action. 365 Tage im Jahr in Magstadt, Gewerbegebiet Ost. Wir machen alles. Bandenwerbung, Firmenschilder, Sieb- und Textildrucke, Aufkleber, Fahrzeugbeschriftungen. Für Handwerk, Handel, Gewerbe und Vereine. Wir machen alles. Gönnen Sie sich einen Umzug mit dem Chef persönlich. Fordern Sie unseren Ratgeber für Umziehende an. Kieslich Umzüge, Ihr kompetenter Partner im Landkreis Böblingen. The minute you walked in the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. Wenn man nicht spart, bleibt's nur ein Traum. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Achtung, Achtung!
wichtige Adressen und Rufnummern aus dem Kreis Böblingen für Sie notiert. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Man merkt deutlich, wie der Herbst in unseren Landkreis zieht. Die Sonnenstrahlen gestern waren im Hinblick auf das Wochenende nur noch die Ausnahme. Das wirkt sich auch auf die Temperaturen aus. Während Leonberg noch stolze 15 Grad aufweisen kann, liegen die Temperaturen in Sindelfingen, Böblingen und Herrenberg mit einem Grad weniger bei 14 Grad. Auch zum Wochenende hin wird sich die Wolkendecke nicht auflockern. Die Höchsttemperaturen gehen von Donnerstag bis Samstag kontinuierlich nach unten, von 15 bis 11 Grad. Am Samstag kann es vereinzelt zu Regenfällen kommen, ansonsten ist es nur neblig und trüb. Also wird nichts aus einem schönen Herbstspaziergang. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da. Nicht erst seit die Beatles langhaarig und lärmend durch die Welt tourten, führt Musik Jugendliche über alle Landesgrenzen hinweg zusammen und schockiert gleichzeitig die Erwachsenen. Vor Beat und Rock'n'Roll trat, gut 60 Jahre ist's her, der Swing seinen Siegeszug durch die Welt an. Noch nicht einmal Nazi-Deutschland war vor der Niggermusik, wie es damals hieß, sicher. Ralf Zimmermann hat sich mit Volker Mall, Musiklehrer am Herrenberger André-Gymnasium, über diese Subkultur im sogenannten Dritten Reich unterhalten. Swingmusik war das aus den 30er Jahren, aufgenommen von Teddy Staufer. Zu einer Zeit produziert, also als in Deutschland die Nazis geherrscht haben. Herr Mall, die haben ja Swingmusik eigentlich gar nicht gemocht. Ja, das war also ein Titel von dem Schweizer Teddy Staufer, der bis zur Olympiade 1936 in Deutschland Musik gemacht hat und sehr beliebt war. Es gab dann ab 1936 ein Verbot des Jazz, zumindest im deutschen Rundfunk. Es gab ein Verbot, trotzdem haben sich viele Jugendliche offensichtlich daran nicht gehalten. Ja, es gab so eine Art Subkultur, die hat sich entwickelt Ende der 30er Jahre. Die Jugendlichen haben Jazz, Swing gehört, haben drauf getanzt und sind zu Tanzfesten gegangen. Da haben sich ja manchmal Hunderte von Jugendlichen getroffen. Ja, und die haben ganz spezielle Kleidung gehabt, haben eine spezielle Sprache gehabt, die haben sich vornehm angezogen. Mit Jacketts, Krawatten und so weiter. Und sie hatten vor allem die Jugendlichen, die Jungen hatten lange Haare. Eigentlich wundert einen das ja, denn normalerweise glaubt man ja, die Nazis hätten jeden Winkel der Gesellschaft kontrolliert. Ja, die haben sich damit entzogen. Sie versuchten auch nicht in die HJ und nicht in BDM zu gehen und haben wirklich das als eine bescheidene Form des Widerstands verstanden wohl, obwohl sie unpolitisch waren am Anfang zumindest. Es hat sich also bei der Swing-Jugend um eine Subkultur gehandelt. Viel politisch diskutiert wurde da ja wohl kaum. Nein, sie haben sich dann ganz unterschiedlich entwickelt. Es gab auch Entwicklungen hin zum Politischen. Es gab auch später dann Kontakte zur Weißen Rose oder zu den Edelweiß-Piraten von diesen Swing-Jugendlichen. Nun war es ja so, dass Swing offensichtlich zum ersten Mal eine weltweite Bewegung unter Jugendlichen ausgelöst hat. Ja, das war die erste Jugendsubkultur, die sich so am afroamerikanischen Vorbild orientiert hat. Und das gab es wirklich in der ganzen westlichen Welt. Und ab dann hat sich eigentlich nie mehr auch ein totalitäres Regime sozusagen diese Jugendkultur wirklich entziehen können. Man hat es ja auch später dann in der Tschechoslowakei und anderswo bemerken können. Und überall gab es Probleme, also in totalitären Staaten gab es Probleme dann mit dem Jazz oder dann auch mit dem Rock ja später. Wie haben denn die Nazis auf diese Provokation reagiert? Gab es denn da auch Jugendliche, die eingesperrt worden sind oder zumindest Veranstaltungen, die aufgelöst worden sind? Anfangs war es sehr widersprüchlich. Anfangs gab es relativ harmlose Strafen, wie zum Beispiel Wochenendkarzer oder Haare abschneiden war sehr beliebt oder Daunenzupfen. Als dann aber der Krieg nicht mehr so gut lief, also 41, 42, haben sich die Strafen verschärft und es wurden zwei spezielle KZs eingerichtet für Jugendliche, also nicht nur für die Swing-Jugendlichen, sondern auch für die Edelweiß-Piraten und so weiter. Und da wurden die dann mit 17 hingebracht.
Ein regionaler Schwerpunkt dieser Swing-Jugend war Hamburg. Gab es denn auch hier bei uns in der Region solche aufmüpfigen jungen Leute? Es gab in Stuttgart in bescheidenem Rahmen sowas, da hießen die Swing-Heinis oder Stänze und die haben dort im Hindenburgbau zum Beispiel sich getroffen. Wir gehen in den HB, hieß es da, und die haben auch kleine Konflikte und zum Teil auch größere Konflikte gehabt mit der Gestapo, mit der HJ. Sie haben dieses Thema als Musiklehrer aufgegriffen. Was haben Sie für Hintergedanken dabei? Also wir wollen da eine Veranstaltung machen. Ich habe es im Unterricht behandelt, weil diese Swing-Jugend sich gut eignet für die Jugendliche zur Identifikation, weit besser als dieser offizielle Widerstand, weil es da eine Bandbreite gibt von Verhaltensweisen, die für die Jugendlichen heute auch noch interessant sind. Am Donnerstagabend findet eine Veranstaltung zum Thema Swing-Jugend in Herrenberg statt. Wir machen eine Veranstaltung, die zur Hälfte aus dieser Musik besteht. Das sind Swing-Titel aus den späten 30er und den frühen 40er Jahren. Die werden von der Andrea Big Band gespielt, also Titel von Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller und so weiter. Wir haben dann dokumentarische Texte, biografische Texte, die von Jugendlichen gesprochen werden. Wir haben eine Szene, die die Jugendlichen spielen, und wir haben aus Filmen eine Collage gemacht, aus Dokumentarfilmen und aus dem vorhin erwähnten Spielfilm Swing Kids, der ja dann eine Woche später hier in Herrenberg gezeigt wird. Das Ganze wann und wo? Am Donnerstag, 19. Oktober um 20 Uhr im Andrea-Gymnasium in Herrenberg. Herr Mahl, recht schönen Dank für dieses Gespräch, und wir hören zum Schluss noch ein bisschen Swing aus den 30er Jahren. Das war's für heute. Morgen gibt's eine neue Ausgabe des Regionalmagazins. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Mittwochabend und auf Wiedersehen.